Zum Anfang möchte ich euch von Manu und Alex erzählen. Manu und Alex sind Bekannte von mir. Sie leben zusammen in einer kleinen Wohnung in Köln und haben eine gemeinsame Tochter. Alex arbeitet Vollzeit und geht ins Büro. Alex schreibt da Berichte, geht zu Meetings, hält Präsentationen und so weiter. Und Alex sagt, Manu arbeitet nicht, deswegen kann Manu sich um das Kind kümmern und um den Haushalt kümmern. Manu macht genau das. Manu bringt das Kind zur Schule, holt es ab, kocht, putzt, kümmert sich um die Eltern, die schon ein bisschen pflegebedürftig sind und so weiter. Und eigentlich reicht das schon. Und jetzt halten wir mal kurz inne und überlegen uns, welches Geschlecht haben wir in unserem Kopf gerade Alex und Manu zugeschrieben. Genau, und diese kleine Geschichte bringt eigentlich schon zwei Aspekte auf, die sehr wichtig sind, wenn wir über das Thema Sorgearbeit sprechen. Ich werde darauf noch später eingehen, aber erstmal so kurz die Frage, was ist eigentlich Sorge? Weil das ist ja auch ein Begriff, den wir nicht alle immer verwenden. Sorge meint eigentlich genau diese Tätigkeiten, die Manu übernimmt. Das heißt also kochen, putzen, sich um Kinder kümmern, sich um Alte kümmern und so weiter. Und im Allgemeinen sind Sorge also all diese Tätigkeiten, die Menschen tun, um für das eigene Wohlergehen oder das Wohlergehen einer Gemeinschaft zu sorgen. Sie sind sehr zentral für gesellschaftliches Zusammenleben. Das heißt, jeder Mensch muss irgendwie ernährt werden. Jeder Mensch braucht Hygiene, viele Menschen brauchen Pflege und so weiter. Oftmals bezeichnet man das auch mit dem englischen Begriff Care. Es ist ein Begriff, der sehr geläufig ist, auch in der Debatte. Oder eben mit dem Begriff Reproduktionsarbeit, weil diese Arbeiten eben so notwendig sind, damit Gesellschaft sich reproduzieren kann. Das heißt, dass Menschen weiterhin leben, aber auch arbeiten können. Das heißt, damit Gesellschaft überhaupt funktioniert. Genau, das heißt, Sorgearbeit sind super zentral und super grundlegend für die Gesellschaft. Und trotzdem werden sie ganz oft gar nicht gewertschätzt und werden auch nicht als Arbeit wahrgenommen. Das ist genau das, der Punkt aus dem Beispiel, dass man oft sagt, du arbeitest nicht, deswegen kannst du dich um die Kinder kümmern, statt zu sagen, du arbeitest, denn du kümmerst dich um die Kinder. Und Sorge wird eben sehr oft unsichtbar im privaten Bereich durchgeführt und übernommen. Dort ist Sorgearbeit meistens nicht bezahlt und wird auch nicht besonders gesellschaftlich gewertschätzt. Und andererseits wird Sorge auch ganz stark in formellen Sorgeberufen übernommen. Und auch in diesen Berufen ist die gesellschaftliche Wertschätzung für diese Arbeit relativ gering. Das heißt, diese Berufe sind sehr schlecht entlohnt oder es herrscht extremer Druck auf die Arbeitnehmenden und so weiter. Beides führt dazu, dass etwas entsteht, was in den Sozialwissenschaften die Krise der sozialen Reproduktion genannt wird. Das bezeichnet sowohl Krisenphänomene, die individuell wahrgenommen werden von einzelnen Menschen, weil sie sich nicht mehr in der Lage sehen, ausreichend für sich oder für Menschen in ihrem Umfeld zu sorgen und gleichzeitig gut zu leben, weil sie beispielsweise den Druck spüren, dass sie sich um ihre Eltern kümmern müssen, weil nicht ausreichend öffentliche Daseinsvorsorge gewährleistet wird und dadurch auf ihre eigene Arbeit verzichten müssen und sich mit Existenzängsten konfrontiert sehen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein gesellschaftliches Phänomen, weil eben immer weniger Menschen auch bereit sind, in Sorgeberufen zu arbeiten, weil sie so schlecht gewertschätzt werden und gleichzeitig aber immer mehr Menschen zum Beispiel auch Pflegebedürfen, weil die Gesellschaft auch altert. Das heißt, Sorge ist super wichtig in der Gesellschaft und gleichzeitig werden nicht die Grundlagen geschaffen, damit man gut für sich selbst oder füreinander sorgen kann. Und uns ist so ein bisschen die Frage in den Sinn gekommen, warum ist das so? Das heißt, warum ändert sich nichts an diesen Verhältnissen, obwohl Menschen zurzeit nicht gut für sich und für andere sorgen können? Und unsere Antwort darauf ist, dass die Form, wie Gesellschaft aktuell Sorge organisiert, sehr stark mit etwas verknüpft ist, was wir die imperiale Lebens- und Produktions- und ich würde hier eben ergänzen Reproduktionsweise nennen. Diese basiert darauf, dass Menschen eben
darauf angewiesen sind, dass andere Menschen die Kosten der Sorge für diese Gruppe von Menschen übernehmen. Das heißt, nicht alle Menschen können darauf bauen. Es gibt immer Menschen, die davon ausgeschlossen sind, weil sie eben diese Sorge leisten müssen. Das heißt, die Sorge, so wie sie jetzt organisiert ist, geht auf Kosten von anderen Menschen. Und das sind nicht einfach irgendwelche Menschen, sondern es gibt bestimmte Muster, die erkennbar sind, welche Gruppen von Menschen besonders die Kosten der Sorge für andere Menschen tragen. Ganz deutlich ist es, dass Sorgearbeit heutzutage immer noch sehr stark Frauensache ist, also dass meistens sowohl im privaten Bereich als auch in dem formellen Sorgesektor sich Frauen hauptsächlich um Sorge kümmern. Wenn man sich beispielsweise weltweit anschaut, wer so formell in Haushalten arbeitet, dann sind das zu 4/5 sind das Frauen. Aber nicht alle Frauen sind eben gleichermaßen betroffen davon, wie Sorge auf sie ausgelagert wird, sondern es überschneiden sich hier Geschlechterverhältnisse ganz stark mit anderen Ungleichheitsverhältnissen. Und das sind eben Klassenverhältnisse, aber noch viel stärker auch geht es da um Herkunftsmerkmale. Wenn zum Beispiel im globalen Norden Sorgelücken entstehen, weil immer mehr Frauen arbeiten wollen und immer mehr Frauen in anderen Berufen eben auch arbeiten wollen als in Sorgeberufen, dann müssen diese Lücken irgendwie gestopft werden. Und das passiert ganz viel dadurch, dass man auf Sorgekapazitäten aus dem Ausland zugreift. Christa Wichterich, das ist eine Sozialwissenschaftlerin, sie nennt das transnationalen Sorgeextraktivismus, weil eben dieser Zugriff auf die Ressourcen von außerhalb stattfindet. Ein klassisches Beispiel, was in Deutschland auch viele Menschen kennen, sind osteuropäische Haushaltshilfen oder PflegerInnen, die in deutschen, vor allen Dingen Mittelstandshaushalten arbeiten und sich hier um alte Menschen kümmern und im Haushalt helfen und so weiter. Und das eben ganz, ganz oft zu Bedingungen, die eigentlich nicht tragbar sind. Das heißt, mit Arbeitszeiten, die nicht tragbar sind, zu einem Lohn, der nicht dem Mindestlohn entspricht und sehr stark isoliert und so weiter. Und gleichzeitig zum Beispiel auch, es ist so vorgesehen, dass auch Menschen, die vor allen Dingen Frauen, die Asyl suchen in Deutschland oder die hier einen irregulären Aufenthaltsstatus haben, sehr oft nicht woanders arbeiten können und dürfen oder auch informell nicht irgendwo anders Arbeit finden als im Sorgebereich, also beispielsweise als Reinigungskraft. Genau, und diese ganze Form, wie Sorge organisiert ist, auf Kosten eben bestimmter Gruppen von Menschen, ist sehr stark normalisiert. Das heißt, für sehr viele Menschen in Deutschland beispielsweise ist es normal, dass man auf osteuropäische Haushaltsarbeiterinnen zugreifen kann. Oder beispielsweise, dass eben die Frau die ist, die zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Und gleichzeitig ist es nicht nur im Alltag so stark verankert, sondern diese Lebensweise ist sehr stark verknüpft mit ökonomischen Verhältnissen, also mit einer ökonomischen Logik, die darauf setzt, dass bestimmte Kosten ausgelagert werden können. Also vor allen Dingen Sorgekosten sind eben, also es entsteht immer müssen Menschen, wenn sie zum Beispiel arbeiten wollen, auch ernährt werden oder wenn sie alt werden, gepflegt werden und so weiter. Und sowohl der Staat als auch die Privatwirtschaft versucht eben diese Kosten auszulagern in den privaten Bereich, um diese Kosten nicht tragen zu können. Und gleichzeitig entsteht eine Tendenz in den letzten Jahren vor allen Dingen, die dahin geht, dass dass Sorge immer stärker privatisiert wird. Also dass versucht wird, mit den Sorgebedürfnissen von Menschen auch Profit zu machen. Das sieht man darin, dass Sorgemärkte entstehen, also dass zum Beispiel Einrichtungen für Pflege oder also für Alten- oder Krankenpflege oder Krankenhäuser und so weiter auch immer stärker privatisiert werden. Das heißt, wenn wir ein Umdenken in dieser Form, wie wir Sorge gesellschaftlich organisieren wollen und anstoßen wollen, dann kommen wir in Konflikt mit sehr starken Interessen, die eigentlich wollen, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Ein Umdenken würde zum Beispiel auch Fragen aufwerfen, wie wollen wir eigentlich leben oder was zum Beispiel verstehen wir auch als sinnvolle Arbeit und welche Geschlechterrollen sehen wir eigentlich als
richtig an. Genau, und diesen Interessen, die es gibt, die aktuell dafür sorgen, dass Sorge so ungleich verteilt wird und dass manche Menschen auf Kosten von anderen Menschen eben gesorgt werden und sorgen oder auch sorgen müssen, die versuchen zu stabilisieren, versuchen diese Lebensweise und diese Reproduktionsweise sehr stark zu stabilisieren. Und das funktioniert vor allen Dingen über, oder wir identifizieren drei Mechanismen, über die genau das stabilisiert werden soll. Und diese drei Mechanismen sind zum einen Alltagsvorstellungen und so Ideen, die wir haben, die wir übermittelt bekommen, die in der Gesellschaft vorherrschen. Zum anderen sind es Infrastrukturen, die es gibt oder eben auch nicht gibt. Und zum dritten sind das politische Entscheidungen. Ich gehe jetzt nochmal auf diese drei Punkte ein bisschen beispielhafter ein, damit man sich das besser vorstellen kann. Also wenn es zum Beispiel um Alltagsvorstellungen geht, da wird relativ deutlich, dass sowas wie zum Beispiel tradierte Rollenbilder, die geschlechtlich zugeschrieben sind, oder auch Familienbilder, die sehr traditionell sind, dass die eine Rolle spielen. Also wenn wir nochmal zurückdenken an das Beispiel vom Anfang, welches Geschlecht wir da beispielsweise Manu und Alex sehr wahrscheinlich zugeschrieben haben, dass das zum Beispiel sehr viel damit zu tun hat, wie bestimmte Arbeiten zum Beispiel stärker weiblich oder männlich konnotiert sind in der Gesellschaft. Und da bei diesen Vorstellungen geht es nicht nur um Geschlechterbilder, sondern oder auch um geschlechtliche Rollen, sondern ganz stark auch darum, wie wir bestimmten Menschen aufgrund ihrer Kultur beispielsweise oder ihrer Herkunft zuschreiben, dass sie besonders geeignet sind oder dass sie wie gemacht sind dafür, sich um andere Menschen zu sorgen. Das wird auch politisch ganz stark genutzt, wenn zum Beispiel Menschen aus dem Ausland angeworben werden sollen, um hier in Sorgeberufen zu arbeiten, die eben nicht mehr so attraktiv sind, weil sie eben gesellschaftlich nicht gewertschätzt werden und man dann davon spricht, dass bestimmte Menschen besonders gut dafür geeignet sind, weil in ihrer Kultur alte Menschen sehr gewürdigt werden. Oder genau. Und das letztendlich sind es aber diskriminierende Argumente, weil sie da auch dazu führen, dass Menschen gar nicht mehr selber entscheiden können, was sie eigentlich machen wollen, sondern fremd zugeschrieben wird, wofür sie geeignet sind oder eben auch nicht. Wenn es um Infrastrukturen, also den zweiten Mechanismus geht, dann spielt im Sorgebereich vor allen Dingen eine Rolle, welche Infrastrukturen es nicht gibt. Also zum Beispiel, dass soziale, öffentliche Infrastrukturen wie gemeinschaftliche Wohnflächen oder eine ausreichende Kita-Versorgung oder auch Nachbarschaftszentren, wo Sorge anders organisiert werden könnte, dass die zu Großteilen fehlen und dass die nicht staatlich bereitgestellt sind. Stattdessen findet eben immer weiter eine Privatisierung von Infrastrukturen in der Sorge statt. Also es entstehen private Sorgeeinrichtungen, die sehr stark darauf basieren, dass Profit gemacht werden soll mit den Bedürfnissen der Umsorgten und die eben nicht so stark danach schauen, was sind eigentlich die Bedürfnisse und wo auch die Menschen, die dort arbeiten, stärker unter diesem Effizienzdruck leiden. Oder es entstehen beispielsweise auch sehr stark in letzter Zeit private Vermittlungsagenturen, die Geld damit machen, dass Sorgeleistende beispielsweise aus dem Ausland angeworben werden, um in privaten Haushalten zu arbeiten oder auch Reinigungskräfte vermittelt werden, die dann in beiden Fällen meistens unter dem Mindestlohn arbeiten. Das heißt, es wird durch diese privaten Vermittlungsagenturen wird irgendwie umgangen, dass das Arbeitsrecht ordentlich eingehalten wird. Und das Ganze ist eben auch rechtlich abgesichert. Das ist der dritte Punkt, dann die politischen Entscheidungen und Institutionen, die es da gibt. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, wie die Sozialpolitik in Deutschland funktioniert, dann basiert die darauf, dass auf bestimmte Menschen die Sorge ausgelagert werden kann. Also das einfachste Beispiel ist zum Beispiel die Pflegeversicherung. Wenn man sich anschaut, in Deutschland müssen Menschen, die Pflege in Anspruch nehmen, immer auch kofinanzieren, die Pflege, die sie dann eben brauchen. Also beispielsweise, wenn jemand einen Platz in einer stationären Pflegeeinrichtung
braucht, dann kostet der im Schnitt 3.000 Euro und die Pflegeversicherung zahlt dann zwischen 250 und 2.000 Euro dazu. Das heißt, es bleibt ein super großer Teil über, der von den Familien oder den Angehörigen selber gezahlt werden muss. Viele Menschen können sich das nicht leisten und müssen deswegen entweder auf günstigere Optionen ausweichen, wie beispielsweise private PflegerInnen aus dem Ausland oder letztendlich selber pflegen. Das heißt, wenn das Ganze anders organisiert werden sollte, dann muss extrem viel Geld in die Hand genommen werden. Und dafür ist aber der politische Wille gerade auch gar nicht da. Und dadurch wird eben auch, oder dafür wird auch versucht, dann letztendlich das Ganze rechtlich abzusichern, indem beispielsweise auch im Arbeitsrecht Lücken geschaffen werden, die überhaupt ermöglichen, dass Menschen 24 Stunden in einem Privathaushalt arbeiten dürfen, was eigentlich internationalem Arbeitsrecht widerspricht, aber in Deutschland zum Beispiel möglich ist. Genau, das alles sind Mechanismen, durch die versucht wird zu stabilisieren, dass Sorge so organisiert wird, dass manche Menschen davon profitieren, manche auch mehr als andere davon profitieren und andere Menschen aber auch darunter leiden. Gleichzeitig ist eben Sorge so zentral für die Gesellschaft, dass es viele Menschen gibt, die sich aber gerade auch organisieren, um Sorge anders zu gestalten und auch Möglichkeiten zu finden, um gesellschaftlich Sorge anders zu organisieren. Ein Beispiel ist da das Netzwerk Care Revolution. Dieses Netzwerk setzt sich dafür ein, dass ein gesellschaftlicher Wandel vorangetrieben wird, in dem nicht mehr so stark eine kapitalistische Wachstumslogik und auch Profitlogik im Zentrum steht, sondern eben die Sorge umeinander und auch die Sorge für die Natur beispielsweise viel, viel mehr in den Fokus rückt dessen, was man als Gesellschaft eigentlich erreichen will. Hierbei geht es dann zum Beispiel auch darum, dass eine öffentliche Daseinsvorsorge geschaffen wird, die für alle Menschen, egal welcher Herkunft sie sind, beispielsweise gilt, dass Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden, die es eben erlauben, sowohl Sorge in Anspruch zu nehmen, aber auch Sorge zu geben, sodass ein gutes Leben für alle möglich ist. Das heißt, wir verschieben den Fokus von einer Gesellschaft, die auf Profit orientiert ist, hin zu einer Gesellschaft, die stärker schaut, was sind die Bedürfnisse der Menschen, was sind die Bedürfnisse der Natur, in der die Menschen auch leben und was müssen wir schaffen, um diese auch decken zu können. Das Ziel ist dann dieses Netzwerks, worin sich viele Menschen versammeln, sowohl Sorgeleistende als auch Sorgeempfangende, antirassistische Gruppen, migrantische Selbstorganisationen, Gewerkschaften, also es ist ein sehr breites Bündnis. Und das Ziel dieses Bündnisses ist letztendlich, eine strategische Solidarisierung zu schaffen, um dieses Ziel zu erreichen, weil sie eben sehen, dass Sorge gesellschaftlich so wichtig ist, dass da auch der Ansatzpunkt eigentlich liegen müsste, um einen gesellschaftlichen Wandel voranzubringen, der eben auch über den Sorgesektor hinausgeht. Und da geht es sowohl um dieses große Ziel der gesellschaftlichen Transformation hin zu einer anderen Lebensweise, hin zu einer solidarischeren Lebensweise, aber auch stark darum zu schauen, was müssen wir im Hier und Heute verändern, damit Menschen, die jetzt auch schon Sorge empfangen oder Sorge leisten, besser leben können und damit eben auch ein gutes Leben für alle möglich ist. Das heißt, hier findet eigentlich nicht nur ein Kampf um bessere Sorge statt, sondern letztendlich geht es auch darum, Geschlechterverhältnisse zu überwinden, auch um einen antirassistischen Kampf letztendlich und auch darum, Klassenverhältnisse zu verändern. Also letztendlich wird hier Sorge Ausgangspunkt für eben diese solidarischere Lebens- und Reproduktionsweise.